Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es darum, wie lese ich meine Bücher? Also die Frage ist ja gestellt worden hier, Fabian, du liest so viel. Was machst du dagegen? Wenn ich so viele lese, dann werde ich zum Beispiel müde, Langeweile. Das Buch kann ich nicht zum Ende lesen, weil es sich zieht. Ja, die Probleme habe ich auch mal gehabt. Aber die konnte ich ziemlich schnell, was heißt ziemlich schnell, also ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich auf jeden Fall dafür gebraucht, um auf die Idee erstmal zu kommen und es auch dann umzusetzen. Also aktuell lese ich momentan drei Bücher. Das ist zum Beispiel das hier, der Psychologe in 15 Minuten. Dann das hier, das geniale Gedächtnis. Beide geht es um Kopf, also ums Gehirn. Und ich lese immer noch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Normalerweise, jetzt habe ich keins dabei, normalerweise würde ich das auch noch einen Roman lesen. Irgendein. Hat meistens auch irgendeine Handlung, die für mich wichtig ist, zum Beispiel mit Ziele erreichen oder sowas. Früher, ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, habe ich ein Buch genommen. Das erste war, glaube ich, auch ungefähr so dick gewesen, vielleicht ein bisschen weniger. Habe versucht, es durchzulesen, habe es auch geschafft, bin aber mehrmals darin eingeschlafen, müde, Langeweile. Es hat sich gezogen, weil es immer dasselbe ist. Also habe ich mir gedacht, ich habe auch andere Videos geguckt, wie andere es machen. Die sind einfach hingegangen und die lesen mehrere Bücher gleichzeitig. Das ist ja toll. Unheimlich cool ist das. Weil so tust du dein Gehirn nicht nur mit einer Thematik stopfen, sondern mit mehreren. Zum Beispiel hier mit jetzt Gehirn, Psychologie. Das eine ist direkt Gehirn, das andere, wie man sein Mindset, seine Einstellung zum Leben verändern kann, von Dale Carnegie. Das ist mega cool und total entspannend, weil wenn du das eine, zum Beispiel das Dale Carnegie, das lese ich bestimmt schon ein Dreivierteljahr. Ist gar nicht so dick. Das hat jetzt hier, keine Ahnung, wie viele Seiten hat das? 420 Seiten, 415 Seiten hat das Buch jetzt hier. Ist gar nicht so dick jetzt. Aber es zieht sich. Ist unheimlich spannend. Markiere mir auch einiges, kommen aber gleich noch dazu. Aber es wird dann doch zäh, weil es dann immer dasselbe ist. Also gehe ich hin, nehme ich das hier, was mit dem Gehirn zu tun hat, oder hier Psychologe. Hat auch was mit dem Gehirn zu tun, aber mit psychologischen Herangehensweisen, also Sachen. Ich gebe mir die Abwechslung einfach ins Lesen rein, so wird es mir überhaupt nicht langweilig, schlafe nicht mehr ein und lese die Bücher zügig durch. Also das heißt, ich möchte im Jahr mindestens 12 Bücher lesen. Das heißt praktisch jeden Monat ein Buch. Das kriege ich nicht immer hin, weil ich ja verschiedene Bücher lese. Es kann mal passieren, dass ich einen Monat kein Buch durchkriege. Dafür habe ich dann im zweiten Monat dann halt 3 Bücher oder 2 Bücher halt durch. Je nachdem, wie dick die sind. Weil ihr seht ja hier selbst, die sind ja unterschiedlich. Dick sind die, gehen schneller durch. So mache ich das zum Beispiel. Früher habe ich mich total unter Druck gesetzt. Oh, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Nein, das ist totaler Blödsinn. Also ich lese im Jahr um die 20 Bücher. Die kriege ich hin. Das kriege ich sogar recht sehr locker hin. Sind nämlich 20 bis 24 Bücher, die ich ja durchlese. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein richtig spannendes Buch habe, zum Beispiel hier wie dieses Dale Carnegie, ich gehe hin. Moment, wir machen mal eins auf. Was für mich total interessant ist, tue ich mir hier mit Texten markieren. Das ist alles, was ich mir markiert habe. Gehe ich dann später an den Rechner hin und schreibe mir das alles raus, dass ich mir das später nochmal verinnerlichen kann. Wenn ich später mir denke, oh, wie war das damals so gewesen, brauche ich nicht unbedingt das Buch. Dann schreibe ich mir, gehe ich auf meine Textdatei, klicke die an. Ich habe es in einer Cloud drin, also daher ist es ziemlich egal, von wo ich es gucke. Wenn ich will, könnte ich das Handy jetzt hier rausnehmen, könnte von meinem Buch Alex Fischer, was ich gelesen habe, Reicher als die Geißen, könnte ich reinschauen, was ich mir da notiert habe und könnte von überall auf der Welt, könnte ich schon gucken, hier, das ist toll. Deswegen mache ich es in eine Cloud, nicht einfach so auf meine Festplatte, wo ich nicht von überall dran kann. So mache ich das und ich mache mir hier oben diese Fähnchen dran. Ihr seht sie, hier oben sind die ganzen Fähnchen, hier sind sie dran. Da gab es mal Anfang sehr, sehr spannend, mittlerer Teil fand ich jetzt nicht so toll und jetzt den letzten Teil, was ich so gelesen habe, gab es wieder richtig viel Content. So mache ich das.
Das ist für mich am einfachsten. Ich komme damit so richtig gut zurecht. Vielleicht ist das auch eine Methode, die für dich gut ist, die du so umsetzen kannst, dass dir nicht langweilig, das Buch nicht langweilig wird oder dass du müde wirst. Vor allem, wenn irgendwann jemand ein Buch langweilig ist, schmeiß es nicht weg, tu es mal ins Regal. Vielleicht bist du momentan nicht dafür gerade gemacht, dass das oder dein Gehirn ist gerade dafür nicht bereit, diese Information aufzunehmen. Leg es weg und dann irgendwann, 1, 2, 3 Monate später, kommst du dann wieder dahin und sagst: Ja, jetzt könnte es was werden. Du holst es wieder raus und fängst nochmal an zu lesen. Etwa da bis zur Mitte oder fängst am Anfang nochmal an, um es durchzugehen. Das habe ich auch schon gemacht, Bücher weggelegt. War jetzt 2, 3 Mal ist mir das passiert, Bücher weggelegt und später wieder geholt. Was du auch machen kannst, habe ich auch schon gehabt. Das Buch ging überhaupt nicht. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Das ging überhaupt nicht. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen. Es hat mich nicht mitgenommen. Also bin ich hingegangen und habe einfach mal ein Kapitel 2 übersprungen. Habe dann da wieder weitergelesen. Guck, ob das Buch mich dann da wieder mitnimmt, ob mich das fesselt. Wenn ja, lese ich es weiter. Wenn nicht, gehe ich nochmal 1, 2 Kapitel vor. Guck, ob ich da noch irgendwas finde, ob mich das dann ab jetzt mitnimmt. Und wenn ich schon über die Hälfte vom Buch bin und das Buch packt mich immer noch nicht, ja, dann kommt es weg. Etwa ich schmeiße es weg oder ich verschenke es an jemand anders dann. Ja, auch ich schmeiße manchmal Bücher weg. Das ist, weil ich dann vielleicht auch von mir selbst enttäuscht bin, weil ich mich mit dem Buch nicht wirklich befasst habe. Also für mich, Kriterien für mich, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber Kriterien für mich ist, ich gehe am liebsten in den Buchladen in Mainz, wo ich hingehe. Da habe ich das Buch übrigens auch gerade gekauft. Gehe ich gerne hin. Eigentlich, wenn ich jedes Mal in diesem Buchladen da bin, nehme ich irgendein Buch mit. Das ist so. Ich möchte das Buch beim Kauf in der Hand haben. Dann möchte ich wissen, wie sich das hier so anfühlt. Die Seiten, wie die sich da so anfühlen. Ich möchte wissen, wie es aussieht. Also wie es wirklich aussieht. Nicht, wie es dann fotografiert bei Amazon aussieht oder keine Ahnung, wo auch immer ich das gerade kaufen möchte. Ich kaufe meine Bücher auch bei Rebuy. Unter anderem bei Rebuy kaufe ich die, sind die wesentlich günstiger und sehr, sehr gut erhalten. Wirklich sehr, sehr gut erhalten. Du kaufst ein Buch, was draußen 20 € kostet, kriegst du da manchmal für 2 €. Also das ist schon, wow, ist schon. Und das Buch ist genauso gut, als wenn es aus dem Laden kommen würde. Da sind keine Markierungen drin und wenn was drin sein sollte, wird es bei Rebuy angezeigt und das kaufe ich nicht. Das will ich nicht. Ich will ja meine eigene Markierung da drin haben. Und was für mich ganz wichtig ist, ich packe dieses Buch dann aus im Laden und mach einfach mal, riech einfach mal dran. Ah, die Farbe, also das Papier einfach mal riechen, sage ich, okay, das ist toll. Hört sich vielleicht ja total krank an für euch, ja, die, wo jetzt vielleicht keine Bücher lesen, aber für mich ist es total toll, einfach mal in dem Buch zu riechen, das ist echt klasse. Und dann, wenn ich das Buch fertig habe, dann ist das Buch für mich wie eine Trophäe. Also ich gebe diese Bücher auch nicht mehr weiter. Das mache ich nicht. Ich leihe mir eigentlich auch keine Bücher bei jemandem anderen aus, wenn ich nicht da reinschreiben darf und bei mir später nicht ins Regal legen kann. Das mache ich nicht. Kaufe ich mir lieber selber das Buch. Also auf jeden Fall, wenn ich es fertig gelesen habe, nehme ich das. Das ist für mich wie eine Trophäe und ich lege es in den Schrank rein. Habe einen schönen Schrank oben und einmal im Boden, wo alles von nach oben geht. Der Stapel wird auch immer wieder größer. Das ist dann meine Trophäe. Und ich habe das bei mir im Wohnzimmer. Das heißt, ich muss jeden Tag dran vorbeilaufen. Etwa ich sehe den Stapel oben auf dem Schrank. Oder ich sehe ihn unten am Boden, wie er immer größer wird. Und das denke ich mir, wow, ein Buch mehr, der Stapel wird größer, dein Wissen ist vergrößert worden, du hast jetzt mehr Wissen, musst es jetzt einfach nur noch umsetzen. Das ist übrigens auch so ein bisschen die Königsdisziplin. Bitte nicht einfach hier so ein Buch lesen und dann fleißig markiert und von mir aus rausgeschrieben, ja, und dann ist es weg. Das ist schlecht. So macht man das nicht. Also man muss das Buch lesen, markieren, aufschreiben und dann umsetzen, weil nur den Umsetzern gehört die Welt. Das ist einfach so. Wenn du immer wieder sagst, oh, weiß ich, weiß ich, weiß ich, dann fragt dich mal einer, hast du das auch umgesetzt? Machst du doch? Nö. Ja, warum liest du das Buch dann überhaupt? Das ist ja eigentlich total sinnlos, dann, keine Ahnung, geh einfach spazieren vielleicht und lass dir von irgendjemandem erzählen und dann bist du halt ein bisschen animiert worden und das war es dann auch schon wieder gewesen. Also du musst umsetzen. Also es gibt ja diese Regel, diese 72-Stunden-Regel, wenn du irgendwas hast, setz es innerhalb von 72 Stunden um. So ist es tatsächlich auch im Unternehmen von uns.
haben wir auch einiges verändert, was in diesen Büchern da drinnen steht. Und das funktioniert einwandfrei. Einwandfrei funktioniert das. Also nicht nur lesen, auch umsetzen. Das war es eigentlich schon gewesen. Jetzt wisst ihr, wie ich die Bücher lese. Also ich lese nicht nur ein Buch, sondern zwei, drei, manchmal auch vier Bücher, aber nicht mehr als vier. Vier Bücher. Hol mir das immer raus, wo ich dann gerade Lust habe. Ist es nicht immer nur ein Buch im Monat fertig, kann man sagen, dass ein Monat nichts ist und dann kommt im nächsten Monat dann zwei oder drei Bücher. Und das immer wieder in verschiedenen Kategorien. Also jetzt habe ich hier Psychologie, Gehirn, wobei das so ein bisschen zusammen ist, und von Dale Carnegie Lebe und denke nicht und sorge dich nicht. Das ist mit das Mindset, Einstellung zum Leben und so Sachen. Also drei verschiedene Kategorien so ein bisschen. Dass es nicht langweilig ist, so schläfst du nicht ein und so wird es dir nicht langweilig. Ich hoffe, du konntest irgendwas mitnehmen aus dem Video. Versuche es umzusetzen und wenn es geklappt hat oder wenn du noch andere Tipps hast, schreib es doch unten in die Kommentare rein. Vielleicht ist da noch was Neues für mich dabei, wo ich meinen Workflow einfach ein bisschen verbessern kann. Da würde ich mich echt unheimlich drum freuen. Und jetzt, wie in jedem Video, wenn ihr Fragen habt, die ich euch beantworten soll, sagt es, ich mache ein Video dazu, lade es auf YouTube hoch und dann habt ihr eure Antwort darauf. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.